Dann sagt er, wieso? Es gibt doch überhaupt keinen Grund, sie sind ja nicht krank. Wir müssen es erst messen, wenn du schon krank bist. Verstehst du? Du musst erst krank werden, damit es gemessen wird. Weil es ist ja eine Krankenkasse. Es ist ja keine Gesundheitskasse. Deswegen, jeder Zweite bei uns bekommt die Diagnose Krebs und man will keinen Vitamin D-Mangel haben. Das sind die Sachen, die sind wirklich wichtig für die Gesundheit. Weil was bringen so Sachen, ey, ich habe ein Kilo mehr Muskeln und sterbe an Krebs. Hallo? Hol dir erstmal Vitamin D. Was willst du dir für einen Shake holen? Hallo Cecil, danke für deine Vitamin D-Videos. Ich habe jetzt wirklich mal beim Arzt durchgeboxt, meinen Vitamin D-Spiegel zu messen. Ich habe jetzt das Ergebnis, aber was ist denn jetzt ein guter Wert und wie komme ich denn jetzt auf den Wert? Genau, das erkläre ich dir nach dem Intro. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. So, wir hatten ja schon einige Videos über komische Aussagen von Ärzten zum Vitamin D, obwohl 90% bei uns einen Mangel haben. Dann hatten wir auch ein Video darüber, wie gefährlich ist eigentlich Vitamin D, also wie viele sterben wirklich daran, haben wir auch schon abgehandelt. Und jetzt geht es darum, was ist denn eine gute Dosierung und wo muss mein Vitamin D-Spiegel überhaupt sein? So, und ich empfehle immer, der Vitamin D-Spiegel ist optimal im Bereich irgendwo 50, 60 Nanogramm pro Milliliter. Jetzt ist das auch ein bisschen verwirrt, weil es gibt nicht nur die eine Maßeinheit Nanogramm pro Milliliter, sondern es gibt auch N-Mol pro Liter. Und ich blende das jetzt hier mal kurz ein. Also das ist hier der Vitamin D-Spiegel, der Wert Nanogramm pro Milliliter und dann hier N-Mol pro Liter. Weil ich kriege ganz oft die Anfrage, ja Cecil, ich habe es jetzt beim Arzt messen lassen und mein Wert ist bei 70. Und der Arzt hat gesagt, boah, das ist richtig viel, muss ich jetzt aufpassen. Dann habe ich gesagt, ja 70 was? Also 70 Nanogramm, was auch nicht viel wäre, aber was jetzt genau? Und dann bringe ich die immer dazu, dann nochmal anzurufen und dann kommt im Endeffekt raus, nee, das war nur N-Mol. Und 70 N-Mol, seht ihr hier, ist eine Unterversorgung. So, deswegen da immer nachhaken. Welcher Wert genau ist es? Nanogramm pro Milliliter, N-Mol, ganz wichtig, damit ihr wisst, was ihr überhaupt für einen Wert habt. Okay, und wenn ihr dann den Wert habt, müssen wir jetzt gucken, wie kommt ihr auf einen guten Zielwert? Also ich würde, wie gesagt, immer empfehlen, 50 bis 60 Nanogramm pro Milliliter oder halt bei N-Mol 150 N-Mol pro Liter. Okay, und ihr habt jetzt einen Wert. Also sagen wir mal, ich habe jetzt den Wert, ach, wir sind 90% im Mangel. Sagen wir einfach mal, ich habe einen Wert von, höre ich ja ständig, 7 oder sagen wir mal 12, weil ich die Zahl 12 mag. Okay, ich habe einen krassen Mangel, einen Wert von 12. Und dann gucke ich mal in den Vitamin D-Rechner rein, den habe ich dir auch verlinkt, kannst du unten einfach mal in der Beschreibung angucken. So, und dann siehst du hier, okay, Vitamin D ausrechnen. Ich gebe hier mein Gewicht ein. Also ich wiege jetzt zum Beispiel 87 Kilo. Mein jetziger Wert, ach lustig, steht sogar 12. Mein jetziger Wert ist 12, okay? Welchen Zielwert möchte ich erreichen? Also Nanogramm pro Milliliter. Hier steht auch 40 bis 90. Ich will 60 erreichen. Okay, und dann, das können wir erstmal unbeachtet lassen, auffüllen in wie vielen Tagen? Und da muss ich sagen, es gibt ja so viel Angstgemache, okay? Also, dass man sagt, oh, nicht mehr als, keine Ahnung, 5000 Einheiten, also Quatschkram. Naturvölker nehmen 20.000 Einheiten pro Tag auf. Also, so, ich habe schon in den anderen Videos dazu was gesagt, aber sagen wir mal, ihr wollt nicht zu hoch gehen, weil ihr vielleicht ein bisschen Respekt davor habt, dann könnt ihr diese Auffüllphase einfach ein bisschen verlängern. Also, das wären jetzt 10 Tage aufladen. Ich kann auch ein 20 Tage aufladen oder ich kann auch 30 Tage eintippen, je nachdem, wie krass der Mangel ist. So, und das war's auch schon. Und dann gehe ich auf Berechnen und dann kommt raus, ich habe einen Aufholbedarf, bis mein Spiegel bei 60 Nanogramm ist, von 585.000 internationalen Einheiten. Das heißt, ich würde 20 Tage lang 32.800 aufnehmen müssen und danach eine Erhaltungsdosis von 6.100 bei meinem Körpergewicht. Okay, das geht auch nach Körpergewicht, nach Fettgewebe und so weiter und so fort. Das wäre die Erhaltungsdosis, die ich nehmen muss jeden Tag, damit ich bei den 60 Nanogramm bleibe. So, eine Empfehlung von den lieben guten Ärzten, wenn sie nicht weiter gebildet sind, wenn sie nur das lernen, was sie im Studium gelernt haben, dann werden sie sagen, nehmen Sie 1000 Einheiten. 1000 Einheiten ist 30 bis 60 Sekunden in der Sonne stehen. In meinem Fall, wenn ich 6000 am Tag verbrauche, wie zum Teufel soll ich bitte mit 1000 Einheiten meinen Vitamin D-Spiegel in irgendeinen guten Bereich kriegen? Es funktioniert einfach nicht, okay? Und die Leute kommen dann 3 Monate später zum Arzt zurück und der Mangel ist natürlich immer noch unverändert da und der Arzt sagt dann, ja, komisch. So, und wenn ihr einen Arzt habt, der so ausgebildet ist, wie er ausgebildet ist und dann sagt, boah, 20.000 Einheiten pro Woche einmal, dann ist es schon für seine Verhältnisse eine ganz hohe Aussage. Und dann wird er wahrscheinlich sagen, aber bloß nicht mehr, sonst sterben sie. Im anderen Video können wir ja nochmal gucken, könnt ihr reinschauen, wie gefährlich das wirklich ist, daran zu sterben. Aber
dann sagen die 20.000 Einheiten pro Woche. Und das, ich bin jetzt nicht gut in Mathe, sind irgendwo circa 2.007 Einheiten pro Tag. Es ist besser, Vitamin D jeden Tag einzunehmen, aber sagen wir mal, es sind 2.700 pro Tag. Jetzt guck mal, ich brauche nur, um meinen Spiegel zu halten, 6.000. Wenn ich nur 2007 pro Tag aufnehme, dann könnt ihr auch schon wissen, das reicht nicht. Deswegen, ich würde immer diesen Vitamin D-Rechner empfehlen und es so machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, 32.000, das ist mir ein bisschen zu viel pro Tag, habe ich Angst. Naturvölker liegen bei 20.000 am Tag, okay, dann gehe ich jetzt mal auf Nummer sicher. Was Quatsch ist, weil es gibt einige Untersuchungen, so, da haben die MS-Patienten 300.000 Einheiten pro Tag gegeben, über 3 Monate, und es hat sich nichts am Kalziumspiegel geändert und gar nichts. Und es war nicht mal mit K2 zusammen, sondern es war nur Vitamin D3. So, deswegen, okay, aber wenn ihr sagt, ich bin mega, mega vorsichtig, dann gebt ihr einfach ein, ich fülle über 30 Tage auf, okay? Über 30 Tage auffüllen, dann seid ihr 23.000 am Tag, über 30 Tage und danach die Erhaltungsdosis von 6.000. Das ist jetzt auf mein Körpergewicht gerechnet. Und dann habt ihr einen guten Wert. Und ich weiß, ihr werdet, wenn ihr zum Arzt kommt und sagt, ich möchte meinen Vitamin-D-Spiegel wissen, dann wird er höchstwahrscheinlich, und das ist so meine Erfahrung bei über 95% der Nachrichten, die ich bekomme, wird er irgendwas Dummes sagen. Irgendwie, Vitamin D, das ist doch nur in den Medien. Das ist ein Blogger-Vitamin, weil Blogger das jetzt immer pushen. Ey, Blogger pushen ist, weil 90% der Leute einen Mangel haben, deswegen. Und ein Mangel führt zu Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Krebs, diese ganzen Sachen. Okay? Also, ihr werdet Schwierigkeiten haben, diesen Wert messen zu lassen. Okay? Der Arzt wird sich dagegen sträuben in fast allen Fällen. Deswegen könnt ihr auch entweder einfach zum Labor gehen und zum Labor gehen sagen, hier, nehmt mir Blut ab, ich möchte das und das messen. Oder ihr könnt auch für zu Hause so ein Kit machen, aber ihr wisst ja, ich sage immer die Wahrheit, ist mir scheißegal. So, ich habe keine Erfahrung mit diesen Kits für zu Hause. Ihr habt mir geschrieben auf Instagram, ey, die Kits sind cool. Also hat funktioniert, ich habe Blut abgenommen, irgendwie ein Pizza, habe es weggeschickt, habe das Ergebnis, keine Ahnung, 2-3 Tage später bekommen. Könnt ihr ausprobieren, ich schreibe euch da auch einen Link unten rein unter dem Vitamin-D-Rechner. Könnt ihr auch sowas machen. Ihr müsst Vitamin D immer selber bezahlen. Weil ihr wisst ja, es ist eine Krankenkasse. Wenn ihr den Arzt fragt und sagt, ich möchte mein Aminosäureprofil, ich möchte mal alle Vitamine abgedeckt, gewusst haben, damit ich überall abgedeckt bin. Dann sagt er, wieso? Es gibt doch überhaupt keinen Grund, Sie sind ja nicht krank. Das heißt, der Arzt sagt, wir müssen es erst messen, wenn du schon krank bist. Verstehst du? Du musst erst krank werden, damit es gemessen wird, weil es ist ja eine Krankenkasse. Es ist ja keine Gesundheitskasse, deswegen musst du das selber bezahlen. Okay? So viel zum System, aber ich sage euch nur, diese 20 Euro, 30 Euro, scheißegal, selbst wenn es 200 Euro wären, ist es wert, weil ihr solltet euren Vitamin-D-Spiegel wissen, okay? Weil die Gefahr einfach zu krass ist, weil es in Verbindung mit zu vielen Scheißkrankheiten steht. Und ich sage ja immer wieder, jeder Zweite bei uns bekommt die Diagnose Krebs und man will keinen Vitamin-D-Mangel haben. Okay, ist einfach scheiße. Deswegen, jetzt wisst ihr ganz genau, wie ihr es macht und könnt dann einfach auffüllen. Und ihr wisst ja, habe ich auch in den anderen Videos schon gesagt, keine Werbung, bitte Cecil, keine Werbung. Aber, keine Werbung, aber, guck mal diesen Glatzkopf hier an. Yay! Und ich habe ein Vitamin-D-Produkt rausgebracht, wie du hier ja siehst. Und das ist Vitamin D3 mit K2 zusammen, MK7, in Deutschland hergestellt, qualifiziert praktisch. Ich habe alles testen lassen und gute Rohstoffe, K2 auch die beste Form, also MK7. Und mega geil, könnt ihr euch gerne holen. Ich sage immer da auch dazu, dass wenn ihr euch Vitamin D holt und ihr seid nicht mega gut abgedeckt mit Magnesium, dann müsst ihr gucken, dass ihr auch ein Magnesiumpräparat dazu nehmt, weil, also einmal K2 wird dazu verwendet, dass das Calcium auch gut in die Knochen kommt. So, wenn du Vitamin D3 nimmst, ist es okay, wenn du K2 auch dazu nimmst. Es ist nicht absolut, du musst es nicht. Also erst recht nicht bei Dosierungen von 5000 Einheiten am Tag. So. Aber es ist trotzdem gut, um das Calcium in die Knochen zu bringen. Und wozu ist Magnesium da? Dass die inaktive Form praktisch umgepolt wird von D3 in die aktive Form. Und dazu braucht der Körper Magnesium. Und wenn du jetzt nicht ein Kilo Gemüse am Tag isst, dann kann es sein, dass dein Magnesiumspiegel ein bisschen unten ist. Und dann kannst du natürlich auch Magnesium dazu nehmen. Und da kannst du natürlich auch entweder irgendein anderes Magnesiumprodukt nehmen oder du nimmst mein Produkt, weil hier habe ich nicht nur Magnesium in Zitratform, was für mich eine sehr gute Form ist, sondern ich habe auch gleichzeitig Kalium drin, Calcium drin, sehr viel Vitamin C drin, ist sehr wichtig für die Kollagensynthese, straffe Haut, dass die Arterien geschmeidig bleiben, als Antioxidant. Vitamin C ist, ihr wisst ja, Vitamin C ist fast mit mein Lieblingsvitamin, so, weil Vitamin C ist halt einfach geil. Alle sind wichtig, aber Vitamin C ist geil und Vitamin D ist einfach notwendig, so. Vitamin C ist da in einer Portion 250 Gramm aus natürlicher Quelle, aus Camu Camu drin. Also richtig geil. Und die Kombination von den beiden Produkten ist natürlich mega. Finde ich natürlich mega, weil ich habe gesagt, hey, ich will
Produkte rausbringen, aber um Menschen zu helfen und nicht einfach nur um Produkte rauszubringen. Ich bringe auch die ersten 20 Produkte sind bei mir bestimmt nicht ein Booster und ein Whey Shake. Ey, Whey Shake könnt ihr könnt essen. Proteine essen, das ist die beste Form. So, und deswegen sind mir andere Sachen viel wichtiger. Ein Omega-3-Produkt zum Beispiel. 90% sind nicht gut abgedeckt mit Vitamin D3, deswegen ist das so wichtig. So, beim Omega-3, das Missverhältnis, ist so ein krasses Missverhältnis. Wie oft isst du Lachs in der Woche und zwar, oder Fisch, und zwar ein Fisch, der Wildfang ist und der selber noch Algen gegessen hat? Das kommt sehr selten vor. Deswegen haben wir halt ein Verhältnis von 15, 20 zu 1. Das sind die Sachen, die sind wirklich wichtig für die Gesundheit. Weil was bringen so Sachen, ey, ich habe 1 Kilo mehr Muskeln und sterbe an Krebs. Hallo? Hol dir erstmal Vitamin D. Was willst du dir für einen Shake holen? Was willst du für einen Whey-Shake holen? Ist Proteine. So. Deswegen, das ist so mein Gedanke. Es geht mir immer um die Gesundheit. Freut mich natürlich, wenn ihr mir auf Instagram folgt, wenn ihr vielleicht wenn ihr das Produkt zu Hause habt und diesen Glatzkopf einmal abfotografiert und mir schickt. Per Instagram freue ich mich immer oder verlinkt. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ganz genau, wo ihr steht. Und nochmal zurück zu der täglichen Dosierung. Also, das ist, wenn ihr euren Spiegel wisst und auffüllen wollt, damit ihr einen guten Spiegel habt. Aber wenn ihr euren Bedarf nicht wisst, dann könnt ihr euch halt trotzdem diesen Vitamin-D-Rechner nehmen und eure Erhaltungsdosis hier errechnen mit der Kilozahl. So, dann wisst ihr zwar nicht, wie viel ihr auffüllen müsst, aber dann seid ihr wenigstens, dann habt ihr wenigstens die Erhaltungsdosis. So, das ist auch sehr wichtig. Und viele fragen mich auch, ja, Cecil, aber was ist denn mit Kindern? Kann ich das Kindern auch geben? Oder ich habe ein Baby oder was? Da ist ja auch die Empfehlung von Ärzten, im ersten Jahr ja, aber ab dem zweiten Jahr brauchen sie es nicht mehr. Also, ich kann damit nichts anfangen. Ey, das ist, im zweiten Jahr brauchen sie es nicht mehr, weil es im zweiten Jahr von der Krankenkasse nicht mehr bezahlt wird. Das ist der einzige Grund. Das hat alles immer andere Gründe. Nicht weil ein Baby im ersten Jahr Vitamin D braucht und im zweiten Jahr nicht mehr. Was ist das für ein Quatsch? Vitamin D und Omega 3 ist gerade für Kinder, für die Gehirnentwicklung und für alles so wichtig. Aufbau des Immunsystems und so weiter und so fort. Natürlich brauchen die Kinder es. Und wie viel würde ich da empfehlen? Ich würde nicht empfehlen, dem Kind Blut abzunehmen, sondern ich würde empfehlen, immer 500 bis 1000 internationale Einheiten pro 10 Kilo Körpergewicht. Und das spiegelt sich auch bei mir. Was habe ich hier? 87 Kilo, 6000 Einheiten. Ja, ist auch ungefähr in dem Bereich. So, also wenn ich ein Neugeborenes habe, würde ich 500 Einheiten geben. Und irgendwann später, wenn es über die 10 Kilo ist, dann würde ich 1000 Einheiten geben und so. Also 500 bis 1000 Einheiten pro 10 Kilo Körpergewicht. Okay, das ist so die Erhaltungsdosis, wenn ihr einfach nur erhalten wollt. Okay, wenn ihr nicht wisst, wie ist mein Spiegel jetzt gerade. Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt jeden Punkt besprochen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst natürlich gerne einen Like da, Like-Button rasieren und das Thema Vitamin D ist wirklich so wichtig und es gibt noch so viele Ärzte da draußen, die einfach so falsche Ansichten haben und ich verlinke euch Bücher nochmal da unten. Wenn die Ärzte doch bitte einfach mal, und dafür machen wir auch alle diese Videos, einfach mal ein Buch lesen oder in eine Studie reingucken, nur in eine, so, und nicht ständig dieses lerne jetzt, welche Diagnose und mit welchen Chemiekeulen ich dich dann ruhig stelle, deine Symptome bekämpfe. Wo ist die Ursachenbekämpfung, okay? Ich habe das ja in den anderen Videos auch gesagt. Die Leute, was? Du bist gestresst? Antidepressiva. So Ursachenbekämpfung, ganzen Werte mal messen. Ich habe so viele Nachrichten geschrieben bekommen, als ich die Videos zur Depression gemacht habe. Die Leute sind 10 Jahre in der Behandlung mit Depressionen. Keiner hat sie gefragt, wie der Vitamin-D-Spiegel ist, wie der Lithium-Spiegel ist, wie der Serotonin-Spiegel ist, wie der Zink-Spiegel ist, wie der Schilddrüsenspiegel ist, wie der Testosteron-Spiegel ist. Du kannst, wenn du einen Testosteron-Spiegel von 0 hast, dann kannst du in der Gesprächstherapie sitzen, bis du grau und grün und gelb bist. Es wird dir nicht besser gehen, weil das ein Hormonspiel ist. Die Hormone kontrollieren unser Wesen. Deswegen sind Sachen wie Anabolika oder die Pille für Frauen so gefährlich, weil man in den Hormonhaushalt eingreift. Habe ich auch Videos zu. Auf jeden Fall kriege ich dann die Nachrichten. Und ich sage nicht, weil ich darf nicht sagen, mach was anderes als der Arzt sagt, sondern ich muss immer sagen, ich kann nichts dazu sagen. Ich würde immer das empfehlen, was der Arzt sagt, aber ich würde was anderes machen. So, das heißt, die Leute kommen dann zu mir und sagen, Cecil, ich habe dein Video auf YouTube gesehen über Depression. Ich bin seit 10 Jahren in Behandlung. Ich habe jetzt festgestellt beim Endokrinologen, dass mein Testosteronspiegel und Schilddrüse praktisch nicht mehr da ist. Ich habe die Hormone jetzt bekommen. Und ich bin ein neuer Mensch. Ich habe Antidepressiva weggeschmissen. Ich hüpfe nur noch rum vor Freude. Warum ist das so schwer, ein paar Blutwerte zu kontrollieren? Weil das nicht gewünscht ist. Okay? Und das ist orthomolekulare Medizin. Und deswegen müssen wir diesen Bericht teilen, weil es so wichtig ist. Weil wie viele Leute kriegen das da draußen? Es wird nirgendwo gemessen.
Habt ihr im Altersheim schon mal gesehen, dass jemand den Vitamin-D-Spiegel gemessen hat? Es ist so schlimm und deswegen müssen wir es wirklich teilen. Deswegen habe ich diese Reihe gemacht und deswegen kommen bestimmt noch mal öfter Videos zu Vitamin D aus allen Bereichen. Weil wenn ich ein Video machen würde, wo alles drin beinhaltet ist, würde das 2 Stunden dauern. Deswegen mache ich immer aus verschiedenen Blickwinkeln das Thema und versuche immer auf die wichtigsten Punkte einzugehen. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du rasierst natürlich den Like-Button. Ich hoffe, du teilst das Video überall in deiner WhatsApp-Gruppe und überall auf Instagram. Teil das wirklich. Wir müssen da mehr Leute erreichen, weil es geht wirklich um Leben und Tod. Okay? Also, das war's für heute. Euer Coach. Session. Are you listening? Damn. Yeah.